Ihr zwei habt 5 Wochen nackt in einer Höhle gelebt? Ja, wie Adam und Eva wahrscheinlich in etwa. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Diesmal ist es Walchensee Forever, der im vergangenen Jahr auf der Berlinale lief. Der Film hatte 2 Nominierungen für den Deutschen Filmpreis, einmal bester Schnitt und bester Dokumentarfilm. In diesem Werk umkreist die Regisseurin Jana G. Wanders, es ist ihr Debüt übrigens, 5 Generationen von Frauen in der eigenen Familie. Es beginnt mit der Urgroßmutter, die ein Gasthaus, das ist auch der geheime Mittelpunkt des gesamten Films, bis zu ihrem 88. Lebensjahr Betrieb. Dann kommt die Großmutter, die eigene Mutter der Regisseurin, die eine Zeit lang in der Kommune von Rainer Langhans lebte, und natürlich die Regisseurin selbst, die sich auf unaufdringliche Weise mit hineinnimmt in diese Geschichte der Frauen, von sich selbst auch erzählt, von ihrem Verhältnis zu diesen Frauen. Und das Faszinierende ist, dass sie das niemals eitel tut, dass sie einfach Teil ist dieser Geschichte und dass sie es auch schafft, diese immerhin doch sehr lange Geschichte von 5 Generationen so zu präsentieren, dass wir niemals den Überblick verlieren. Nein, ganz im Gegenteil, dass wir mit ihr gemeinsam darüber nachdenken. Und das ist ja das große Thema dieses Films. Was ist eigentlich Identität? Was macht Familie aus für unser Leben? Die große Frage wird aufgeworfen nach Heimat, nach Heimatlosigkeit und nach Verwurzelung. Das alles in einem mitreißenden Dokumentarfilm Walchensee Forever, unsere Radio 1 Filmempfehlung der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.